Hallo mein lieber Löwe, herzlich willkommen zu deiner Monatslegung für den August. Wir machen eine Mini-Mini-Liebeslegung, da es mir zeitlich einfach nicht anders ausgeht. Und ich hoffe, ja, das bringt dir trotzdem was. Ich gehe gleich mal rein ins Mischen. Liebes Universum, gib mir einen Einblick oder eine Nachricht, eine kleine Botschaft. Irgendwas zum Löwen für den August in der Liebe. Was darf ich hier heute sagen? Was soll hier irgendjemanden durch mich erreichen? Ich hoffe natürlich immer nur Positives. Hier springt der Fuchs raus. Ich hasse den Fuchs. Warum springt der bei euch raus? Was ist hier falsch? Wer ist hier nicht ehrlich? Kann ich ja gar nicht leiden, sowas. Noch welche? Ich schaue sie nicht an. Fertig gemischt. Über Energie, Stabilität und Sicherheit. Okay, lass mich mal kurz reinfühlen. Sorry, meine Nachbarn sind mega laut, es tut mir leid, aber anders geht's nicht. Das hört ihr wegen meinem Mikrofon einfach mehr. Sonst hört ihr mich aber wieder so schlecht, wenn ich das ausmache. Lieber Löwe, was ist hier los? Ich könnte jetzt hier, ich muss mal reinfühlen. Also du willst auf jeden Fall Sicherheit. Du möchtest von deiner Liebe, sagen wir es so, von deiner Liebe so, ja, du setzt so ein bisschen Sicherheit voraus. Also die oder der muss sagen, hey, ja, ich bin dir auf jeden Fall treu. Auch man weiß das ja nie, ich bin dir treu, ich kann dieses, ich kann jenes, ich will dich. So, das setzt du voraus und du sagst, du kannst das auch alles. Aber wir haben hier in deinem Bären und der Bär spricht, für einen selbst immer, der spricht für einen selbst immer für die Selbststärke und für deinen eigenen Wert, also für das, wie stark du dich selbst empfindest. Und wenn du jetzt sagst, ja, du siehst das auch und du bist auch so sicher und auch so stabil, dann ist das nicht so ganz so, weil da liegt noch der Fuchs, ja? Da muss noch dran gearbeitet werden und da wird mehr gesagt, als es ist. Es kann aber auch noch sein, lieber Löwe. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du weiblich bist, ja? Wenn du männlich bist, dann dreh dir bitte die Geschlechterrollen um. Löwe, wenn du weiblich bist, dann hast du einen Partner im August. Ich sag's jetzt, wie es ist. Und hast aber hier noch jemanden im Hinterstübchen, von dem dein Partner nichts weiß. Ja, das sagen die Karten tatsächlich auch noch. So, aber da das jetzt alles ein bisschen schwer ist bei euch, möchte ich eine Klärung. Ich möchte eine Klärung zum Schlüssel und eine Klärung zum Bären und zum Fuchs. Erst zum Schlüssel, bitte. Danke. Zum Bären und zum Fuchs. Oh, okay. Also Sicherheit kannst du in Gesprächen vermitteln. Also du findest in Gesprächen raus, ob dein Gegenüber denn dieser Schlüssel für dich ist und ob der dir das geben kann. Und du kannst es in Gesprächen auch sehr gut vermitteln, dass du das auch bist, wo wir ja schon wissen, du arbeitest aber noch dran. Wir haben hier die Dame zum Bären und zum Fuchs. Das heißt nicht, dass du jemand anderen hast. Es heißt nicht, dass du zweigleisig fährst. Das heißt, dass du dich selbst betrügst oder deinen Partner betrügst, indem dass du sagst, du bist gerade sicher und stabil. Ja, keine Ahnung wieso. Keine Ahnung, was damit wirklich gemeint ist. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Bei euch ist so, was hat das mit der Liebe zu tun? Was hat das mit Liebe zu tun? Wenig, wenig, gerade wenig. Was ist hier los? Das ist wieder so eine spezielle Legung wahrscheinlich. Ich ziehe euch noch eine Göttinnen-Orakelkarte. Weil bei den blöden Legungen habe ich beschlossen, ziehe ich hier wenigstens noch eine Karte dazu. Alle, die eine positive Legung haben, müsst euch mit der positiven Legung zufrieden geben. Okay, da kam gleich eine raus. Kali, Ende und Anfang.
Das Alte muss losgelassen werden, um Platz für Neues zu schaffen. Okay, du kannst deine Stabilität nicht finden, weil du Altes nicht loslassen kannst. Dann rein, rein, lass los. Du bist ja eh schon im Jetzt und du kannst nur in die Zukunft, also wieso die Vergangenheit festhalten? Wenn dir das hilft in die Stabilität, in das, was du dir wünschst, dann los, lieber Löwe. Okay, das war deine kleine Legung für den August. Macht es gut. Ciao.